So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Vinted Story. So, erstmal hier kurz Sound wieder hinkriegen. Heute, erstmal schmelzen heute. Das ist heute angesagt, wir haben nämlich richtig viel Kupfer. Und, ich möchte heute unbedingt... Also wir können erstmal wieder anheizen hier. Mit so ein bisschen Holz. Das mit der Fackel ist eigentlich echt praktisch. Vor allem, dass die halt nicht ausgeht, solange wir sie nicht hinsetzen, ist halt auch super. So. Damit kann man das easy immer anzünden. Ja, ich will heute eigentlich viel bauen. Also ich möchte heute gerne den Bauplatz quasi vorbereiten. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Platz. Ja. Oh, oh. Oh, scheiße. Holy shit, wie viel? Das hebe ich mir auf, mittleres kristallisiertes Stück. Das habe ich noch nie gehabt, das will ich mir aufheben. Das sieht cool aus. Okay, wir haben scheiße viel Kupfer. Also wirklich nicht nur viel, wir haben scheiße viel. Ich will gar nicht wissen, was wir aus dem rausbekommen. Ich will gar nicht wissen, was wir aus dem rausbekommen würden. Weil ich schon alleine so einen fetten Stack hier oder so, keine Ahnung. Den hebe ich mir aber auf, der ist cool. So, wir bringen das jetzt auf Temperatur. Und dann hauen wir Kohle rein und dann läuft das. Das hebe ich mir auf, ja. Damit können wir Verbände machen, das hebe ich mir auch auf. Die Steine. Wir können ja sogar... Theorie, wie spät haben wir es jetzt? So, der geht unter, ne? Ah, noch nicht so wirklich. Oh, hallo Winterstory. Ach, du bist wie so hübsch. Ich will mal gucken, ob es so Texture Packs und so gibt. Da hätte ich... Da will ich mal gucken, ob es sowas schon gibt. Oder schon Shader-mäßig, also richtige krasse noch so. Ich meine, das ist schön, das passt auch so, ne? Aber ich gibt's da. Also ein Texture Pack würde ich mal gucken, ob es da schon was gibt. Gibt's bestimmt. So, 700 Grad, perfekt. Ich hole Kohle. Ich tue mal 5 Stück rein. Ich. Ja, mal 6. Das ist halt scheiße viel hier, ne? Ja. Es ist halt sehr viel. Ich glaube, das braucht richtig Hitze und richtig lange, vor allen Dingen, bis das dann mal, ja. Also, was macht man denn? Das würde ich nochmal machen. Wir können nochmal ein Schwert provisorisch machen. Ich habe so viel, ne? Ich würde unbedingt noch ein paar Äxte machen wollen. Ein paar Bahnen können wir so oder so machen, das ist klar. Was können wir denn noch machen? Ich guck mal eben. Was haben wir denn noch so? Einen Kochtopf brauchen wir jetzt so nicht. Das ist ja auch was egal eigentlich so. Lamellen, Armor. Ah, Hackenform. Stielhammer, Gussform. Ein Teil des erforderlich, um einen Stielhammer für mechanische Schmieden herzustellen. Prospektionsspiegelköpfe, direkt ausgeschmolzene Metall zu formen. Was ist das? Was ist das? Also so krass wie gibt es jetzt hier gerade gar nicht mehr. Das vielleicht noch? Ich weiß es nicht. Also, das hält sich gerade in hoher blauer Lehmschindel. Ich glaube, wir machen das meiste einfach, warte mal. Achso, ich kann ja jetzt nichts brennen. Ich glaube, wir machen das meiste einfach zu Barren machen. Die Barren kann ich, denke ich, gut, oh, es ist schon, es läuft. Ich wollte mal kurz gucken. Rüstungsständer. Weil ich würde mir halt gerne irgendwie eine Rüstung machen. Das wäre geil. Hoi. Das kriegen wir hin. Ja, wir müssen heute auch wieder jagen gehen. Also da werde ich nicht drum rumkommen. Und jetzt zwei, ja, ne? Oder mal gucken, ob wir irgendwo ein Wildschwein jagen oder so. Oh, ich habe schon genug gehabt. Ein Wildschwein, bitte. Einmal das. Nope. Wo habe ich denn da? Hier. Ach, guck mal, da haben wir schon einen Futterdruck. Rüstungsstempel. Nice. Aber ich wollte mir nämlich schon gerne mal irgendwie
wir haben ja, ich kann ja sogar eine Rüstung machen. Eine ganz einfache, so eine Holzrüstung, ne? Die improvisierte Brustrüstung. Das ist alles als Holz hier. Lol, warte mal. Die hat sogar gar keinen. Hä, aber die letzte Brustrüstung, die ich da hatte aus Holz, die hatte doch was Negatives, oder? Wo ist denn so richtig Holz? Ja, hier Lamellen, Holzrüstung. Das ist aber natürlich eine richtige Kampfrüstung, ne? Die Frage ist, will ich das dafür ausgeben? Was war das andere, was ich gerade gesehen habe? Das sah cool aus. Diese Artan-Rüstung hier. Guck mal, da brauche ich halt gar kein... Hat auch nichts Negatives. Ist so allgemein einfach nicht... Hat nichts... Das ist gut. Die erste Rüstung quasi, improvisierte Brustrüstung einfach. Hat nichts Negatives. Schutzstufe 0. Ist einfach nur so ein bisschen Held quasi. Okay. Ja. Würde ich nehmen. Da hole ich mir mal eben was. Hallo Häschen. Und Waschbär. Neune brauchte ich, ne? Ich glaube. Und Holz brauche ich. Und das wird wieder Nacht. Ich muss unbedingt jagen gehen. Und ich muss auch mir angewöhnen, alle Pilze oder alles mitzunehmen, was ich erstmal finde. Dringend. Das ist wirklich wichtig. Irgendwo noch was? Nee. Hat nicht ausgereicht. Holy. Oh, das ist natürlich jetzt böse. Nee, nicht Temperatur verlieren, bitte. Das ist natürlich jetzt sehr viel, was ich da umbraten muss, ne? Aber, ganz ehrlich, diese Menge an Kupfer... Das sind 2500 Einheiten werden das. Alles klar. Ja, alles klar. So, den Hammer können wir übrigens. Ne, warte mal, wenn ich mal die hier so. Das dauert extrem lange jetzt, ne? Ich höre einen Wolf heulen in der Entfernung. Einfach das Messer jetzt hier oben hin. Geht das ein bisschen hoch? Ah. Hallo. Eine Rüstung. Okay. Warte. Habe ich hier irgendwo Platz? Ich habe eine Rüstung an. Juhu. Die erste Rüstung. Improvisierte Brustrüstung. Oh. Warte. Da. Warum nicht? Weil so viel drin ist, braucht es halt sehr lange, um auf Temperatur zu kommen, ne? Ich werde mehr Kohle reinpacken müssen. Oh, ho, ho. Aber guck, wie viel das ist, ne? Ich hoffe, ich überstehe die Nacht noch ohne Jagen. Gehen so ein bisschen. Also, ich muss sagen, sie haben ja die Roadmap, über die wollte ich ja schon mal reden. Seasons, ne? Mein Gedanke mit Jahreszeiten und so, dass das voll geil wäre. Ja. Das haben sie auf ihrer Liste stehen. Das soll reinkommen. Also dann gibt es Jahreszeiten. Es wird dann auch jahreszeitenbasiertes Farming geben. Das heißt, manches wird nur im Frühling anbaubar sein. Manches nur im Sommer, manches nur im Herbst. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, du brauchst halt, ich meine, es gibt ja schon ein richtiges Lagersystem. Ne? Fleisch musst du in Salz einlegen. Es muss
in einem kühlen Raum sein, also wahrscheinlich so unterirdisch, ne? Du musst dir ein Lager machen, ein kühles Lager. Das kann halt alles verderben auch. Das heißt, du musst wirklich Frühling, Sommer, Herbst auch dir so viel Vorräte anlegen, dass du den Winter überstehst und dass die Lebensmittel während des Winters oder im Winter natürlich auch nicht verderben. Wenn du dann auf der Hälfte des Winters alle verdorben sind, hast du verschissen. Du kannst im Winter halt maximal jagen gehen, um dir ein bisschen frisches Fleisch zu eingelegten Gemüse oder so noch dazu zu holen. Das ist halt eigentlich so geil. Also ich feiere das, diesen ganzen Grundaspekt so mega. Das wird so gut, ey. Ich hab da so richtig Bock drauf. Das wird richtig gut. So. Ich brauche erstmal nur Erde eigentlich. Ja, erstmal brauche ich nur Erde. Ich will erstmal nur aufschütten. Ich habe eine Befürchtung, warum die Drifter mich teilweise nachts gar nicht so wirklich angehen, beziehungsweise warum die nicht so aggressiv zu mir sind. Ich habe ja das Spiel, also die Welt ist ja in der Grundstruktur auf passiv, ne? Also auf Erkundungsmodus. Ich habe ja dann noch ein bisschen was umgestellt nach dem Motto Zeitsturm ja und alles drum und dran. Aber ich habe es halt so gemacht, damit Wölfe einen nicht schon von da hinten quasi hier angreifen. Ne? Die Wölfe, also das ist halt noch alles aggressiv und böse in dem Sinne. Wenn du zu nah rangehst, greifen sie dich an. Aber nicht jetzt, wenn die da auf der Insel sind, dann greifen die mich instant an, weil die mich sehen und dann jagen die mich bis sonst wohin. Ne? Darum habe ich das halt mit dem Erkundungsmodus gemacht, dass ich halt auch einfach ein bisschen angenehmer spielen kann. Aber trotzdem, wenn ich denen zu nahe komme, habe ich ein Problem. Und ich vermute auch mal, dass sich genau das auch auf die Drifter ausgewirkt hat, dass die halt nicht so aggressiv sind, außer ich hau sie. Also die Drifter sind in dieser Welt quasi... Die Puppe ist dumm, ich hätte die Puppe nicht hierher stellen sollen. Ich stand gerade so und dachte mir so, da steht jemand. Ach nee, scheiße, ist die Puppe. Oh. Holy shit. Ich habe mich für die eigene Puppe erschrocken. Aber wir haben es fast. Also die Temperatur ist fast erreicht. Nicht fallen, nicht droppen. Wie schnell die Temperatur halt auch droppt. Komm, wir haben es fast. Zieh durch jetzt. Zieh durch. Das Problem ist, ich muss das Ganze dann mit Holz auf Temperatur halten. Ist mir gerade so eingefallen. Ich muss das dann mit Holz auf Temperatur halten. Weil es wird nicht ausreichen. Oben, das muss erst alles dann Stück für Stück abkühlen. Na, ich habe ja nicht so viele Formen und alles. Also, noch einen Hammer werde ich machen. Äxte und Spitzhacken können wir ruhig 3, 4 noch machen jeweils. Ansonsten bam in Masse. Komm. Es droppt schon wieder. Nein. Komm, komm. Temperatur, Temperatur, Temperatur. Oh, wir können noch mal echt Kohle machen, ne? Ich glaube, wir werden noch mal Holzkohle machen müssen, Leute. Bei Gelegenheit. Ich bin schon über 13 Minuten. Die Folgen gehen ja so schnell rum, ne? Wenn ich aber eine halbe Stunde mache, dann habe ich zeitlich ein Problem. Schwierig. Das ist schwierig. Komm, lass nicht so droppen. Bitte zieh durch jetzt. Aber, wenn wir gerade schon hier sind. Jetzt haben wir ja natürlich die Möglichkeit. Ich will natürlich pennen gehen jetzt, aber das, nee, das kann ich eigentlich nicht. Ich kann nicht pennen gehen gerade. Und zwar Roadmap. Wir gucken mal zusammen rein. Ja, wie ich schon gesagt, also was ich ziemlich krass finde, ist halt das mit den Seasons auch. Was natürlich reinkommen wird, es werden auch noch NPCs reinkommen, random generierte Dörfer, wo du halt handeln kannst, wo du sogar Quests annehmen kannst. Also es wird ein Quest-System geben, es soll ein Level-System geben, es soll ein Gear-Attribut-System geben, also dass die einzelnen Rüstungen noch bessere Werte und richtig dir Stats und alles noch geben. Es soll ein Skill-System reinkommen, dass du richtig skillen kannst mit dem Leveling zum Beispiel in Kombination. Was haben wir noch alles? Oh Gott, es sollen auch Boote und Minecarts reinkommen. Ja, hier steht Minecarts. Ich weiß, Minecarts, aber es sind ja Minecarts, ne? Aber man denkt gleich an Minecarts. Soll auch reinkommen, wobei die Boote werden so sein, dass du die selber bauen kannst. Also du wirst nicht irgendwie ein Boot craften, dann hast du ein Boot, wie bei Minecraft, bei Vanilla Minecraft, sondern du wirst halt vielleicht einen Block kriegen und alles, was du in den Block ranbaust, ist dann dein Boot. Du kannst dein Boot selbst gestalten und designen dann quasi.
das wird halt auch echt gut. Da freue ich mich auch drauf. Ja, die Geschichte natürlich, Quests, alles drum und dran, Questsystem, wie gesagt. Mehr mit Teilzeitalter, ich weiß nicht, was sie damit meinen. Also, jetzt sind wir in der Kupferzeit wahrscheinlich, also eigentlich in der Bronzezeit. Aber wahrscheinlich meinen die das damit, dass man dann, wenn man nach Kupfer kommt, Zinn, dann ist man in der Zinnzeit. Sowas vielleicht. Weiß nicht genau. Ja, es soll ein Brausystem reinkommen, dass du Alkohol richtig in Fässern brauen kannst über eine Zeit. Es sollen Fruchtbäume reinkommen, also Apfelbäume etc. pp., die du halt dann noch anbauen kannst. Es soll ein Kräutersystem richtig reinkommen, dass du halt auch wirklich Tränke und Potions alles brauen kannst. Das ist halt auch ziemlich geil. Natürlich mehr Wildlife, also mehr Kreaturen zu Land, zu Wasser, in der Luft. Wahrscheinlich auch Monster dementsprechend mehr. Wird auch cool. Bin ich gespannt. Das Wettersystem soll noch komplexer werden. Naja, aufgrund der Seasons dann wahrscheinlich alles drum und dran. Ich hoffe, dass es auch Stürme geben wird. Das wäre halt cool, so Tornados und so. Die halt nicht extrem krass kaputt machen, aber vielleicht das Dach hier mal Löcher reinreißen oder so. Das wäre halt cool. Was haben wir noch? Ach ja, die Welt soll auch nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Also der Weltgenerator, dass wirklich Kontinente generiert werden, Inseln, alles drunter. Dass es wirklich noch realistischer generiert wird quasi. Die Höhlen sollen auch nochmal überarbeitet werden, dass die noch reicher sind an größeren Geoden und Untergrundbepflanzung. Also dass man noch mehr da im Untergrund findet und hat und alles drum und dran. Das ist halt so krass, ne? Hallo, kannst du jetzt mal durchschmelzen? Also noch krassere prozedural generierte Dungeons sollen auch reinkommen, die halt schwer sind. Es wird ein richtig geiles Rundum-Pack. Oh, ich habe schon einen Fehler gemacht, ne? Ihr seht das hier gar nicht wegen meiner Cam. Ah, wartet. So. Das vergesse ich bei dem Spiel immer. Es tut mir leid. So. Und eine hin. So. Das machen wir auch nochmal. Ein Langschwert. Spitzhacke auch nochmal fertig. Ein Hammer können wir uns auch noch gönnen. Ey, ich habe so viel jetzt, ne? Jetzt muss ich halt erstmal alles. Puh. Hier kühlt es jetzt nicht unbedingt gleich so krass aus dann, ne? Das Holz wird das so ein bisschen noch warm halten. Habe ich da hier nur noch Wölfe? Toll. Juhu. Ich brauche was zu essen, ne? Ich habe noch die Zwiebeln. Aber die würde ich gerne. Oh, 57 Tage reichen die. Das kann ich essen. Flachsgetreide. Ja, bitte. Oh, wow. Bitte was? Das sollte ich vielleicht auch hin zum Umbacken oder irgendwas daraus machen. Das bringt ja gar nichts. Rocken. Michel, oh. 1,2 Jahre. Cool. Okay, das ist cool. Sättigung. Ich will aber das Fett nicht essen. Das ist eklig. Und ich brauche das ja auch wahrscheinlich irgendwann einfach noch. Ich hebe die Zwiebeln auf, wenn die Rüben fertig sind. Wenn die Rüben fertig sind. Sind die fertig? Sind überhaupt Dings hier? Die könnten fertig sein. Die da sind fertig. Oh, da fehlt. Nein.
fasziniert und die Nährwerte daraus, ne, aus dem Boden, das ist halt so genial gemacht. Weil da werde ich gar nicht so Felder anlegen können, wie bei Minecraft, immer so endlose Felder, ne? Das wird gar nicht gehen.